Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Skyrim. Ich wollte jetzt Mad Games Tycoon sagen, weil ich jetzt die ganze Zeit Mad Games Tycoon gespielt habe. So. Schöne Vase. Aber die Vase interessiert uns herzlich wenig. Denn wir müssen ja was machen. Ich weiß gerade nicht was, aber irgendwas müssen wir schon machen. Warum waren wir eigentlich hier in Briesenheim und nicht in Haus Seeblick? Fragen über Fragen. Deren Antwort wir vermutlich erfahren, wenn wir die letzte Folge gesehen haben. Ich habe sie nicht gesehen. So. Was haben wir denn zuletzt gemacht? Wir schauen mal. Ah ja. Ja, gibt natürlich noch andere Sachen, die man machen kann, aber wir wollen erstmal dabei bleiben. Wir wollen erst einmal. Nee, gerade nicht. Aber danke der Nachfrage. So. Dann wollen wir mal gucken. Wo wollen wir hin? Nach oben. Ins Lager der Sturmmäntel. Das sieht nach einem sehr ungünstigen Platz aus, deswegen reisen wir da schnell hin. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon mal waren. Aber egal. Mal gucken, was die Jungs da zu melden haben. Und was wir jetzt befreien dürfen. Wir sind ja OP. Hallo OP. So, erstmal gucken wir hier, wie OP wir sind. Ich lade da nochmal auf. So, einen noch. Da ist halt voll. Das ist immer wichtig. Hallo Pferde. Ich stehle euch. Natürlich nicht. Ja, Kollege. Dieser gottlose Kaiser soll sich seinen verdammten Vertrag in die dampfenden Tiefen seines ihr wisst schon was stecken. Erzählt es doch dem Kommandanten. Nett. Ich melde mich zum Dienst. Ihr müsst dem kaiserlichen Legat in Moortal gefälschte Befehle überbringen. Mhm. Aber zuerst müssen wir an Befehle der Kaiserlichen kommen. Damit wir die Fälschung herstellen können. Mhm. In den Tavernen von Drachenbrügge und Rorikstadt machen oft kaiserliche Boten Halt. Versucht einen der Gastwirte zu überreden, euch zu helfen. Mhm. Egal wie ihr es anstellt, besorgt mir diese Dokumente. Was sagt ihr? Ja, klar. Genau das wollte ich hören. Viel Glück da draußen. Okay, die falsche Front. Ist ja wieder nicht activated. Da haben wir jetzt zwei Sachen, wo wir hin können. Zum einen hier, Drachenbrügge, und zum anderen. Zum anderen. Hier. Wir gehen mal nach Rorikstadt. Ja, ja, ja. Rorikstadt ist nice. So. Ist ein bisschen dunkel. Die Kinder sollten hier nicht mehr auf der Straße rumrennen, aber ist egal. Hier ist man doch noch uns wohlgesittet, ne? In Rorikstadt. Von daher. Ist eigentlich aus dem Bengel geworden hier. Wenn ihr ein Essen oder ein Zimmer braucht, könnt ihr bei mir beides bekommen. Habt ihr in letzter Zeit kaiserliche Kuriere gesehen? Meine Kunden schätzen ihre Privatsphäre. Mhm. Sein Leben ist in Gefahr. Wirklich? Das ist mal was anderes. Er war gerade noch hier. Wenn er euch beeilt, erwischt ihr ihn noch. Oder ihr wartet einfach hier. Er wird bald wieder zurück sein. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ich beschaffe. Hey, Kurier. Oh, Kurier. Sehe ich den auf der Map? Nö. Auf der Map sehe ich ihn nicht. Doch, hier hinten. Boah, wie soll ich denn... Die Waffen da ran?
Dann suchen wir den mal. Saufitz ist auch wieder woanders. Der ist wieder irgendwo drin. Hä? Ist er jetzt nach Drachenbrücke gelaufen? Feinde in der Nähe? Was? Wo, Feinde? Ich sehe gar keine. Da unten vielleicht? Oder kommt gleich wieder ein Drache? Alles klar. Dragon Boy. Ich muss das doch mal langsam unterbinden. Hier ist doch niemand, der mir helfen könnte. Beim Drachen töten. Ich weiß nicht, ob der mich überhaupt bemerkt hat. Wohl nicht. Jetzt würde er ja herkommen. Obwohl. Vielleicht doch. Okay. Grafikbugs leicht gemacht. Einmal ausgenutzt. Guck mal, sie ist immer gut, ne? Und Lydia? Die kommt immer nicht hinterher. Die alte Zippe. Oh. Da haben wir schon Drachenbrücke. Und Drachen ist weg. Oder was? Jo. Der hat no Bock. Oder beschäftigt er sich mit Lydia? Ach ja, da fällt mir ein, unsere andere Helferin ist ja tot, ne? Die konnte halt nichts, ne? So. Wo ist denn hier das Wirtshaus? Was ist das? Fragen wir mal danach. Vier Schilde. Och, so ein Esel. Wo ist der jetzt hin? Da. Hallo? Keine Zeit für ein Schwätzchen. Ach ja? Hilfe! Das war schon alles? Ich kämpfte sich gut. Ich habe nichts gemacht. War das nicht? War ich nicht. Nee. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Egal. Habt ihr etwas zu eurer Ver... Ein E-Kaiserlicher. Dazu noch Dämmerwacht, ey. Kaiserliche Soldaten und dann dazu noch die Dämmerwacht, aber kein Thema. Das wird euch eine Liebe. So. Das wäre lustig. Haben wir dann jetzt alle? Oh, dieser Himmel. Ein Traum. Dazu noch das Feuerchen hier. Thumbnail. So. Na?
Muss sein. Muss sein. Ein kleiner Thumbnail muss auch sein. So, jetzt gehen wir wieder zum Laro. Das mit den Dokumenten war ja lustig. Gleich noch Kaiserliche und Dämmerwacht mit erledigt. Also wenn das kein erfolgreicher Tag war, beziehungsweise Abend, Nacht, whatever. Ich habe immer meine Augen offen. Gute Arbeit. Lass Kannst du mich angucken? Sehen. Sie wissen besser über unsere Pläne Bescheid, als ich dachte. Das gefällt mir gar nicht. Ich hab's gar nicht gelesen. Oh, was ist das denn? Festung Schneefalke fordert Verstärkung an. Wir werden sicherstellen, dass sie keine bekommt. Einen Augenblick, ich muss erst noch ein paar Korrekturen an diesem Bericht vornehmen. Hier, bitte. Sorgt dafür, dass diese gefälschten Dokumente den Legaten in Mortal erreichen. Mhm. Das sollte sie in die Irre führen und uns einen Vorteil verschaffen. Okili dokili. Passt dort draußen auf euch auf. So, wohin? Dahin. Mortal. So. Hallo Mortal. Hallo Wache. Stahlplatten. Das nenne ich einmal eine solide Rüstung. Na ja. Das ist sie wohl. Das ist sie wohl. Das ist ja ein netter. Den mag ich. So. Er. Bleibt auf der Hut. Ich habe ein wichtiges Dokument für euch, Sir. Tatsächlich? Und habt ihr unterwegs eure Uniform verloren, Soldat? Ich hab's für das hier abgelegt. Ist jetzt leichter, sich an Feinden vorbeizuschleichen. Das ist wohl richtig. Gute Idee. Ich danke euch, Soldat. Lasst uns einen Blick auf diese Dokumente werfen. Ja. Ich warte noch auf Neuigkeiten über Verstärkung für die Festung. Gut, sie ist unterwegs. Und wir haben Informationen über feindliche Truppenbewegungen. Mhm. Hervorragend. Mhm. All die Sturmmantelkundschafter machen das Reisen gefährlich. Schön, dass ihr es heil wieder hierher geschafft habt. Ja, kein Warum Ding. Warum genehmigt ihr euch nicht einen Schluck im Moorblick, bevor ihr euch auf den Rückweg macht? Dann ja, gute mal. Idee. Oh, das ist kein Stehlen. Das da ist Stehlen dann. Aber die Heiltränke nicht. Das ist sehr merkwürdig. Es ist schon sehr merkwürdig, aber egal. So. Einen saufen können wir eigentlich, wie er gesagt hat. Ne? Wo ist denn das? Das hier, ne? Ist das das? Nee. Irgendwas mit Moorblick, hat er gesagt. Wo soll denn das sein? Ich muss erstmal suchen. Vielleicht das hier? Nee, das war raus. Ich vermute mal etwas mit Blick aufs Moor. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Oh. Bitte bekommt von Jorik keinen falschen Eindruck. Er ist nicht von Sinnen, wirklich nicht. Ach nee. Manchmal verlaufe ich mich. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Aber ich bin nicht hier. Ich find's nicht. Ich wollte jetzt einen saufen gehen. Ich habe Mutters Gabe nicht. Nicht ganz. Aber ich habe auch. Aber egal, gib mir halt keinen Saufen. Muss ja auch nicht sein. Ne? So. Ohne Alkohol. Gehen wir dann jetzt also zurück. Und Sachen Bescheid. Hier, Digga. Haben wir gemacht. Schneehammer. Ja, er bitte neue Befehle. Ihr brecht zur Festung Schneefalke auf. Mhm. Trefft euch mit den Brüdern, die sich gerade sammeln und vernichtet die Rebellen. Okay. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Jawohl. Was meint ihr? Schafft ihr das? Nein. Die Festung ist so gut wie unser. So. In euch brennt ein richtiges Feuer. Oh ja. Harlus möge euch leiten.
Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. In die Richtung. Da zeigt mir doch das hier noch an. Als Ziel. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Man lebt für die Dinge, für die man zu sterben gewillt ist. Ihr brecht zur Festung Schneefalke auf. Okay. Trefft euch mit den Brüdern, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Okay. Aber das Spiel sagt nicht, soll mit dir reden. Ah, okay. So, da lang. Die fressen erstmal Leckersgeber. Da ist die Festung. Wir gehen nach Mortal. Vom Mortal aus zu unseren Brüdern. Und dann geht's an diesen Angriff. So eine Festung nehme ich doch alleine ein, ey. Weißt du, da brauche ich keine Brüder. Jetzt hole ich meine Brüder. Jetzt muss ich aber eigentlich mal die andere Quest deaktivieren, sonst komme ich hier durcheinander. So, ich muss hier jetzt nach rechts, ne? Das da ist mein Ziel. Hat er da noch was? Nö. Vorsichtshalber. Man weiß hier ja nie in dieser gefährlichen Welt. Drachen lauern überall. Guter Schuss. Guter Schuss. Die Viecher denn her? Meine Güte. Ah, Entschuldigung. So. Wir müssen ja schon bald da sein. Einfach mal ins Werbekino. Gleich kommen 1000 Leute auf mich zu. Oder ein paar Drachen. So, wir müssen jetzt hier über die Brücke und dann linke Hand muss dann irgendwo die Jungs sein und da ist die Festung schon. Ich weiß jetzt nicht, ob die Jungs oben sind oder unten. Ich glaube nicht, dass die unten sind. Ich meine, das hier ist ja, aber ich glaube auch nicht, dass die oben sind, oder? Erstmal von unten gucken. Ich nehme schon mal die Festung in Ruhe ein. Die Jungs stören nur. Ne, da sind sie. Unsere Jungs. Die lauern da schon. Seid ihr noch alle da? Jawohl. Alles klar. Die da schon auf dem Dach rumstehen, ne? Und warten. So. Okay. Geht schon sofort los. Ich dachte, wir machen erstmal ein kleines Pläuschen oder so. Der eine hier. Lauch. Die Idioten könnt ihr alleine machen. Töte gleich noch eure Pferde. Okay, hinten gibt es nicht so weit nichts weiter, oder was? Ach, guck mal da oben. Au! Das war jetzt aber nicht nett. Junge. Ja, macht ihr hier mal. Ach, da hinten geht's hoch. So, weiter gucken. Rein müssen wir da ja auch noch. Schnell
das hier sehr schnell mit dir, mein Freund. So, jetzt gucken wir mal rein. Und holen uns hier, was zu holen ist. Und was hier zu holen ist, sehen wir in der nächsten Folge von Skyrim. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.